Guten Morgen von der Fulda-Brücke. Ich bin gerade am Campingplatz losgefahren. Viertel vor acht, sowas war es, als ich losgefahren bin. Jetzt will ich erst mal sehen, dass ich nach Melsungen komme, weil ich habe gestern nicht mehr eingekauft. Von daher war nicht viel zum Frühstücken da heute Morgen. Melsungen circa 12 Kilometer. Also sollte ich spätestens in einer Stunde da sein und dann gucke ich mal, dass ich was zum Frühstücken kriege. Ja, heute folge ich der Fulda flussaufwärts Richtung Schlitz. Aber ich denke, ich werde die eine oder andere Stelle mal abkürzen, weil den Fulda-Radweg, den kenne ich ja schon. Ja, die Sonne scheint heute mal richtig schön, aber nichtsdestotrotz haben wir gerade mal knapp über 10 Grad. Also schon noch ganz schön kalt. Seht ihr wieder vorne der Nebelaufsteig? Also als ich heute Morgen gegen 5 einmal auf Toilette bin und das Zelt aufgemacht habe, da stand ich auch in so einer Waschküche. Allerdings ist mein Zelt auch genauso nass, wie es da aussieht. Naja, heute Abend ist es wieder trocken. So, Melsungen habe ich jetzt gleich hinter mir. Ein gutes Frühstück habe ich gekriegt. Dann kann der Tag ja starten. Ja, ich würde sagen, ich habe fast den höchsten Punkt meiner heutigen Etappe geschafft. Also das war schon nicht schlecht hier hoch. Eine Wahnsinnsabfahrt, zumindest bis hierhin. Aber da brauche ich beide Hände am Lenker. Also ich fahre jetzt schon seit einiger Zeit hier auf dem hessischen R11 Radbahn Rotkäppchenland, wenn ich das jetzt richtig sage. Ich muss sagen, der gefällt mir sehr gut. Zumindest das Stück, was ich bis jetzt gesehen habe, ist echt schön. Kann man mal machen. Mittlerweile bin ich wieder auf dem Fulda-Radweg, auf dem R1 angekommen. Und komme, was wolle, hier bleibe ich jetzt auch drauf, bis es abgeht nach Schlitz. Ja, da im Hintergrund erkennt man schon die Burgenstadt Schlitz. Ja, ich würde sagen, ich gehe dann jetzt erstmal einkaufen, vielleicht auch was essen. Und dann sehen wir uns nachher auf dem Campingplatz nochmal wieder. Oder auch nicht. Schauen wir mal.